Skoda war 2013 in Österreich die drittstärkste Marke nach VW und Hyundai. Mit neuen Modellen will man wieder auf Platz 2 vorrücken. Ja, hier am Wiener Autosalon können wir mit zwei Premieren für Skoda aufwarten. Auf der einen Seite der Einstieg ins Kompaktwagensegment mit dem Rapid Spaceback und ganz neu, das erste Mal in Österreich zu sehen, Österreich-Premiere für den neuen Yeti. Nicht für einen neuen Yeti, sondern für zwei neue zu den bestehenden Varianten, den wir intern City Yeti nennen, kommt jetzt die Outdoor-Variante des neuen Yeti mit einem kräftigen Auftritt, der so richtig nach Offroad aussieht. Yeti Outdoor und City kommen in denselben Motor- und Ausstattungskombinationen. Der Outdoor bietet eben mehr Offroad-Optik und ist dafür jeweils um 160 Euro teurer. Vier Diesel und drei Benziner von 105 bis 170 PS sind im Motorenangebot. Die Preisliste startet bei 19.540 Euro für den 105 PS Benziner. Günstigster Diesel ist der Greenline um 21.800 Euro.